Rapstars wie Bushido oder Sido haben es im deutschsprachigen Raum geschafft. Ein Millionenpublikum jubelt ihnen zu. Sie selbst singen Texte, die teilweise brutal oder sogar frauenverachtend sind. Viele junge Leute eifern dem trotzdem nach. Einer davon ist der Welser Rapper Saman. Wir stellen Ihnen den Jungstar, vielleicht ins B, jetzt etwas genauer vor. Du willst ein Feature, kein Ding. Bezahl mir die Hook mit deiner Breitling, du Feigling, mich kleinkriegen. No, no. Mann, du bist kein G. From the Streets to the Stars. So lautet der Titel des neuen Albums von Saman Streetlife. Ein Titel, der Bände spricht. Denn genau diesen Weg versucht der Welser mit seiner Musik zu gehen. Von der Straße zu den Sternen. Die Liebe zur Musik zeigte sich aber in seiner Kindheit nicht. Jedoch wollte er schon immer hoch hinaus. Eigentlich habe ich mir gedacht, dass ich Profifußballer werde. Aber das habe ich mir irgendwie verkackt durch meine Aggressionen. Das hat sich auf dem Spielfeld irgendwie bewiesen. Und ja, ich werde jetzt schauen, dass ich es wirklich professionell durchziehe. Und auch versuchen, dass ich mit dem Geld mache. Weil ich glaube, ich habe mir das auch verdient, weil ich schon seit 7 Jahren dabei bin. Also eigentlich schon 9 Jahre. Und wirklich jeden Tag an den Traum glaube. Und das wird sicher was. Besseren gibt, bin mir ein, er wird auf der Stelle vor mir gefickt. Junge, back im Biss, ich hab die Straße im Blut. Ein Ziel vor den Augen, glaub mir, alles wird gut. Alles mit 15 begann Saman, im Texten einen Weg zu suchen, seine schwere Kindheit und prägende Erlebnisse zu verarbeiten. Er selbst sieht sich daher als Geschichtenerzähler und nicht als klassischen Rapper. Keiner. Also zum größten Teil ist wirklich Storytelling. Also wenn es mir jetzt schlecht geht, wenn ich jetzt da Krise im Leben habe, dann verarbeite ich das in den Texten. Also meine Mutter hat mich im Gefängnis sozusagen geboren, im Golfkrieg. Also bin ich ein Flüchtlingskind und das war eine relativ eine schwierige Kindheit. Gott sei Dank kann ich mich nicht an alles erinnern, aber größtenteils gibt mir das eigentlich mehr Mut, dass ich dann mit der Musik was erreichen kann. Der schnelle, rhythmische, markante Sprechgesang gerät durch gewaltverherrlichende Texte, Frauendiskriminierung und öffentlichem Drogenkonsum oft in Verruf. Ein Image, von dem sich Saman eigentlich entfernen möchte. Seine mehr als 5000 Follower auf diversen Internetportalen beinhalten aber nur wenige Wälzer. Nach etlichen Alben und Songs versucht er nun, mehr heimische Fans zu gewinnen und gibt mit Streetlife den Jugendlichen, was sie hören wollen. Ja, die harten Textzeilen, es ist eigentlich Wahrheit. Also, da ist eigentlich nichts gelungen. Es ist so. Wir wohnen in der zweitgrößten Drogenstadt von Österreich. Es ist so, dass die Wörser auch unsere Texte hören wollen. Die wollen auch wirklich mehr Ghetto, Bitches und das ganze Paramara, keine Ahnung. Aber ich bin ehrlich gesagt wirklich nicht für sowas und ich würde es auch nicht machen. Ganz ehrlich, mir taugt der Matera oder Chrome mehr wie Bushido. Es hat einen Sinn. Das andere hat keinen Sinn, wenn ich jetzt sage, ja, ich mache Para mit den Drogen und 15-Jähriger schiebt es in den Film und verkauft gleich Drogen. Eigentlich finde ich es voll traurig, dass die ganzen Labels, die größeren da, wirklich Geld in sowas investieren, dass die Rapper das auch produzieren. Ob es jetzt der Haftbefehl ist oder Bushido ist, kann ich jetzt nicht sagen, interessiert mich auch relativ gar nicht. Die wollen nur Geld machen. Der ich immer schon war, keiner kann mich biegen. Guck, ich bin bald ein Star. Mein Song wird jetzt wahr, egal was auch ist. Du greifst nach den Sternen, doch du bleibst ne Bitch. Du bist Gangster. Ach, hör auf, Scheiße zu labern. Leb diese Realität und komm endlich mal klar, Mann. Es kommt jetzt sicher jedes Monat ein Video. Ein richtig professionell, also wird richtig geil. Ob es von Liebe, von Story, von Party, es wird alles vorkommen. Und im Sommer fahren wir auf jeden Fall nach Kroatien, da werden wir nur ein fetteres Video dran auf einem Partyboot und da wird einmal ein richtig fetter Partyhit. Ziele hat Saman noch viele, doch eines liegt ihm besonders am Herzen. Ich hab, der Stift schreibt von selbst, weil es mein Herz mir sagt. Mein größter Traum war, dass ich so viel Geld zusammenbringe, dass ich meine Eltern wieder zurück nach Iran schicken kann. Zu ihrer Familie. Das war mein größter Traum. Nirgends. Fußballer. Troubles. Lady Gaga. Nein, ohne Spaß. Boah, Azad, Kopf hoch.
Albert Einstein. Keine Ahnung, mir ist nichts anderes eingefallen. Nein, also historische Person, ja, Cristiano Ronaldo. Ja, mit meiner Freundin. Ein Rapper, der nicht nur einen weichen Kern, sondern auch eine weiche Schale hat. Sein neues Album From the Streets to the Stars wird am 31. Jänner veröffentlicht. Ansonsten gibt's alle Songs auf YouTube oder seiner Facebook-Seite Summon Streetlight.